Los, los! Komm schon! Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz.
Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte und sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Interessant. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt.
Feuer! Freifler, Hundeblut, alle auspeitschen, Beine vom Arsch reißen. Mein guter Junge, hab Mitleid, erbarm dich einer alten Frau. Du siehst, hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster.
Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Schlimm aus. Weiter so, Plätze. Kleiner Pisser. Zeig mir, was du zu bieten hast. Plätze. Er ist vor Hunger schon ganz blass. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Bis dann. Denk dran, ihr was mitzubringen. Was willst du? Ich hab die Hexe selber nie besucht. Ich bin gesund. Eins, zwei, drei. Und auch die alte Hexe kommt vorbei. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Bis dann. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans.
Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Wir waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Dein Teich soll ein großer Fundling sein. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Das Weib ist... Ist jemand zu Hause? Wo ist sie denn hin?